Bevor es losgeht, liebe Kinder, ist noch eine kleine Ansage, weil es sich gewünscht wurde im ersten Video. Stimmt, ich habe es ganz vergessen. Hier nochmal das alte klassische Intro für die Retro-Feelings. Hallo meine geilen Eierhälse, da sind wir heute zu einer weiteren illustren Runde. Slender The Arrival 2023 Remake. Oh, danke, dass der Screenshot ins Xbox Next 2 hochgeladen wurde. Ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht und bin aus Versehen auf den Screenshot-Button gekommen. Ja. Unser derzeitiges Ziel. So, rette die Gegend ab. Wunderbares Ziel. Wir setzen das Spiel fort, forzen das Spiel selbst und suchen die Gegend ab. Das ist jetzt offensichtlich unsere Aufgabe. Wir haben Flashlight. Und ich bin gespannt, wie der Rest des Spiels weitergeht, denn immerhin haben wir festgestellt, dass Käthe jetzt neue Fähigkeiten hat. Und das ist interessant auf jeden Fall. Ihr habt mir auch wieder schön geschrieben, dass ich bei Minute 871 eine Seite übersehen habe. Das ist auch sehr schön. Die guten alten Felix sind wieder da, liebe Kinder. Liebe Genossinnen und Genossen. So, jetzt kam, glaube ich, die Flashback-Szene. Kam das jetzt schon mit dem Teddybär oder kam das mit der Farm? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist alles zu lang her, Leute. Zu viele Jahre. Vergessen im Wind. So, geht's da lang? Geht's da lang? Ich kann die Taschenlampe erstmal wieder ausmachen. Ich glaube, die brauche ich jetzt gerade nicht. So, dann schauen wir mal hier runter. Was für eine Aussicht. Ich sage es euch. Wunderherrlich ist ditte. Ist ditte, weißt du? Ich bin ja schon wieder hier. Nicht wundern, ich nuschel immer noch ein bisschen. Das liegt nicht daran, dass die Betäubung noch aktiv ist, sondern meine Verplombung. Oh, der Teddy. Teddy? Charlie. Candy Mountain Charlie. Das ist ein Schuh. Meine Zahnfüllung ist noch so ein bisschen schlecht abgeschliffen und leicht scharfkantig. Vielleicht muss ich da nochmal nachschleifen lassen. Und es fühlt sich komisch an. Man redet ja mit der Zunge. Und ich habe eine sehr breite Zunge und deswegen komme ich mit der Zunge beim Sprechen gegen diese scharfkantigen Stellen und das fühlt sich merkwürdig an. Es kaut sich auch noch sehr merkwürdig, also es wäre jetzt nicht ganz richtig. Ich glaube, ich muss das nochmal kontrollieren lassen, Gehirn. So, Charlie. Warte mal, es gab doch da irgendwie bei Charlie ein Flashback im Flashback oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall spiele ich jetzt Charlie. Ich bin mir gerade nicht sicher, spiele ich Mathe-Sohn? Oder spiele ich Charlie Senior? Ich glaube, ich spiele Mathe-Sohn, oder? Weil der wurde ja vermisst von seinen Eltern. Charlie Senior hat ja noch existiert. In-game. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Spiel so eine extrem starken Vignette hat? Also diese schwarzen Ränder. Guck mal, nach rechts ist es dunkel und wird heller, wenn ich mich drehe. Setze ich durchgehend eine Taschenlampe an. Aber keine Taschenlampe dabei. Weiß nicht, ob vielleicht ich nur das sehe oder ob ihr das auch mitbekommt. Das sieht auf jeden Fall komisch aus, wa? Die Frage ist, wie habe ich die Mutti aus der Entfernung gehört? Wie habe ich die Olga gehört aus der Entfernung? Schade, die Essen ist fertig, 5 Minuten. Wo ist die? Irgendwo hinten im Haus, nicht mal in ansatzweise am Strand. Heik nicht. Hier liegt ein Koffer. Ne, was anderes. Cool, jetzt habe ich hier irgendwas im Inventar und habe aber kein Inventar zu öffnen. Huch, der Controller vibriert ja. Wenn ich einen kleinen Vorsprung runterhüpfe. So, wo muss ich denn hin? Immer dem Strand folgen? Ich glaube, da liegt was, aber das war nur ein Stück Sonne. Da lag ein Stück Sonne. Das will ich gern mitnehmen. Candy Mountain Charlie. Vielleicht kommen wir schon. Ist das nicht dasselbe Spielzeug? Folgt doch den Stimmen, Charlie. Und nicht... Nicht mir. Charlie!
passiert, wenn man seine Kinder alleine spielen lässt. Gänsehaut. Das ist Gänsehaut, Kinders. Ich konnte mich daran erinnern, dass da was war. Aber nicht die Art und Weise. Oh, schon schaurig. Vibrations. Alter, hat die O-Beine. Guck mal, wie die läuft. Ich werde mal zum Orthopäden oder zum Physio gehen. Ich kann dir auch gleich eine gute Physiotherapeutin empfehlen, wenn du möchtest. Okay. Kann ich mal zuerst hier hochgucken gehen? Da komme ich nicht weiter, aber hier, oder? Oder ist hier nur der offizielle Weg? Von wo ich auch gekommen bin. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur der Weg, von dem ich kam. Ich gehe nach unten. Und direkt in diese gruselige Gruselmine. Na, herrlich ist das. Da ich ja eh unbegrenzt Taschenlampe habe und die quasi von Kapitel zu Kapitel einfach nur nachlässt. Ich glaube, das war damals tatsächlich auch so. Ungewohnt, aber ja. So war das. Aha. Ich glaube, hier kam die Szene mit diesem Rückblenden-Ding. Jetzt heute ist es einfach nur ein Rückblendetag. Kann ich die Leiter benutzen? Wäre schön. Oh nein, ich... Ich will sterben. 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 Okay. Ich glaube, die Person hat Bock, auf gewisse Sachen. Ja, tatsächlich. Die VHS. Sogar zwei VHS. Erstmal lese ich. Käthe, ich habe etwas nachgeforscht und bin über ein altes Grundstück gestolpert, das vor langer Zeit der Familie Matheson gehörte. Charles war bekannt dafür, seine Frau Diane und seinen Sohn Charlie zum alten Siedlerhof mitzunehmen, um dort einen Familienpicknick zu machen. Ich hätte nicht erahnen können, was ich dort fand. Ich denke, Charlie könnte dort etwas gesehen haben, etwas, das er nicht hätte sehen sollen. Einmal findest du eine Aufzeichnung meiner Funde und einige Dokumente, die ich entdeckt habe. Wir haben es hier mit etwas Dunklem zu tun, Kate. Etwas, das ich nicht erklären kann. CR. Hallo, nehmen? Ich würde es gerne. Du musst die Kiste. Was? Ich muss die Kiste abspielen, die ich zuerst aufgehoben habe. Okay. Dann wird die zuerst abgespielt. Hey, Carmen Grunmino ist schließlich zum erfolgreichen Unternehmen. Oxhead wurde geschaffen, eine große Zahl Familien innerhalb der Gemeinde, einen Arbeitsplatz. Ah ja, okay. Die Kohlmann-Mine war dafür da. Da haben wir wahrscheinlich etwas Böses geweckt. Kennt ihr den Film Trolls? Ziemlich geiler Film. Meiner Meinung nach. Oder Trolle? Oder Troll? The day is September 19th. My name is CR. On site of the Matheson family farm. Continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Gab's damals auch schon Sprachausgabe? Lol. Okay, ich habe keine Taschenlampe. Ich glaube, ich hing damals ziemlich lange auf der Farm. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier ewig gebraucht habe. Charlie. Ein brennendes Haus, ein Mann mit einer Krawatte und ganz viele Kinder. Es ist Ronald McDonald. Und das ist das McDonalds Haus gewesen. Es war sogar blau, blau. Genau, die typischen McDonalds Farben. Blau-Weiß. Mensch, Blau-Weiß, das ist doch meine Farbe hier. Rot, Gelb. Guti. Die Matheson Farm. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich hier damals schon permanent verlaufen. Was ich nicht gut fand. Das ist die Hütte am Ende und ich glaube, an der Farm musste ich irgendwie durch irgendeinen Gang krabbeln. Aber ich kann mich auch täuschen.
kann sich irgendwie anheben, oder? Mit irgendeiner Kurbel da oben, die ich irgendwie damals übersehen habe andauernd. Ich kann doch hier irgendwie... Ich kann doch einfach hier... Genau. Die habe ich permanent übersehen, weil man nach oben gucken musste. Wo man eigentlich nur der Naht hätte folgen müssen. Und irgendwelche Kanister muss ich aufsammeln. Das weiß ich noch, aber... Sonst bin ich ziemlich doof im Kopf. Der Generator hat keinen Treibstoff mehr. Dann würden wir den Generator mal ein bisschen aufmupfen. Alter, die Vogelscheuche. Pineview Drive, bist du's? Raschel, raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Gott, dieses eklige Kornfeld. Oh, jetzt bewegt sich das Korn sogar, wenn ich dagegen laufe. Also eine smoothen Ausweichbewegung. Aber schick. So mit dem... Mit der Mühle im Hintergrund. So. Keller, Kapelle. Und... Granary? Granny? Oma, bist du's? So, dann gehe ich mal zum Keller. Weil der Keller war am gruseligsten. Und wir wissen, alle Keller sind immer gruselig, deswegen gehe ich da zuerst hin. Je eher ich hier rauskomme, desto besser geht's mir. Licht. Oh, danke. Licht. Ganz woanders. Okay. Hier noch mal rein. Wie sich schlagartig die Beleuchtung ändert. Nur um es extra gruselig machen zu wollen. Ihr seid so Penner-Entwickler, ey. Ihr seid solche widerlichen Kackpenner. Es lacht ja auch noch irgendein Kind, ey. Krieg ich selber ein Kind. Ha, hab ich ja schon. Ist übrigens witzig, ne? Der erste Part hat... wirklich unfassbar viele Aufrufe für meine Verhältnisse wieder bekommen. Ich meine, ich habe ein Video hochgeladen, in dem ich erzähle, dass ich Papa werde. 200 Klicks. Ich lasse Slender the Arrival hoch, zum dritten Mal. 1600 bis jetzt. What the fuck ist los mit euch? Danke auf jeden Fall für diese Resonanz. So, Granny Richters Big Book of Stories. Oma Richters großes Buch der Geschichten, erste Ausgabe. Hier hat ein Kind was gegen gemalt. Ich habe ein Buch gesammelt, das ist schön. Hey, ja, bitte. Bin ich hier bei SCP oder was? Oh, bitte. War das früher auch schon so eklig? Benzinol. Und schnell raus hier. Eieiei. Was? Warum? Wie berätst du? Ich höre AUF. Da rennt er. Der bleibt jetzt ewig hier oder was? Okay, ich renne. Früher war das nur so ein Spaßding. Okay, 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 okay. Zurück, 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 zurück. Das ist neu, das ist neu. Das ist fucking neu. Das ist fucking neu. Das ist fucking neu.
Ja. Danke, Spiel. Ich brauch kurz einen Schluck. Also das ist, unerwartet neu. Früher ist aber so ein Gestalt lang gehuschelt, aber dass die einen jetzt sowas hasse ich. Alles Weizen und blablabla. Erinnerung, jeglicher Weizen und Gerste muss in einen unterirdischen Keller zur Kaltlagerung gebracht werden. Weizen kann abhängig von der Feuchtigkeit bis zu 9 Monate gelagert werden. Trockenes Getreide muss zur Wetterlagerung umgehend in den Keller gebracht werden. Kühlungsgetreide ist doch gut, aber nicht die Bohne, Alter. Knatzerig. Wo bin ich jetzt? Und vor allem, warum? Das Feld ist mir fucking suspekt. Ich hoffe, der rennt jetzt hier nicht durchgehend. So ein ewiger Penner. Schlüssel? Hintere Reihe Georgia Matheson, Franklin Matheson, James Matheson, mittlere Reihe Ada Hayes, Henry Hayes, Elizabeth Matheson, Frieda Matheson, Clarence Matheson, untere Reihe Maggie Matheson und Rose Matheson. Und die Matheson und Hayes Familie ist ganz schön riesig. Und ist das da im Hintergrund der Schlendrian? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Mathe-Söhne. Charlie Matheson. Der Bruder von Jürgen Hurensohn. Hier ist doch bestimmt irgendwas, was ich... Oder auch nicht. Okay, aber dieses Baumhaus. Das interessiert mich sehr. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Weil da ist bestimmt so ein richtiger Matheson drauf. Kann ich da nicht rauf? Manu. Du Matheson, ey. Gut, ich habe einen Torschlüssel, ich habe Strom aktiviert. Ein Picknick. Ein Kind, das ein rotes Cape umhat, ein großer Mann, eine Frau, ein gelber Koffer und das Haus des Nikolaus. Hallo, ich würde gern mich bewegen. Dankeschön. Gut. Da würde ich sagen, wir haben den Kanister auf jeden Fall gefunden. Ich gehe nach draußen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Komme ich hier nicht wieder raus? Ich bin doch von hier. Hä? Bin ich irgendwie ein bisschen degeneriert? Ach, hier lang. Na klar, ist jetzt finster. Weil es wäre ja auch zu schön, wenn es einfach mal tags bleiben könnte. Jetzt wird's Abend. Ich muss durchs Feld und in die Kirche. Und das Kind verfolgt mich jetzt schon im Feld. Immer den Weg entlang. Einfach rennen. Ich habe einen Schlüssel.
Charlie! Was Ich lese es später. Wie viel liegt denn hier rum? Okay, der Part ist aber noch genauso gescriptet. Jetzt im Feld kommt es neu. Ich krieg jedes Mal Adrenalin. Schlimm. So. Und dann die Kassette nehmen wir nochmal. Legen die ein und gucken einfach nur, was jetzt passiert. Ansonsten würde ich die Party erstmal beenden. Das war jetzt aufregend genug. Schon mal Dampfe. Ach, der Scheiß. Oh, nee. Ja. Nein. Nicht jetzt. Auf gar keinen Fall. Ich verabschiede mich. Jessikowski. Love, 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 love.